Willkommen wieder zu einem Brecher-SBB, Freunde. 97 plus Tots. Es gibt nicht viele, aber ich und Janky Boy werden heute viele Coins auf den Tisch legen und ein geiles SBB machen. Stell meinen Starspieler mal vor, der Rechtsverteidiger, der beste war in dieser Saison. Frimpong Team of the Season. Und Jank, du kannst gerne deinen Spieler vorstellen. Ja, ich habe Haaland natürlich immer wieder eine Maschine, aber ich muss sagen, diese Saison nicht so krass wie letzte Saison gewesen. Muss ich auch sagen, Haaland diese Saison leider Ghost. Kann man nicht sagen, Jungs, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like, ein Abo da. Ich würde sagen, 300 Likes sind das Ziel. Pusht gerne, lasst auch ein Abo da, wenn ihr guckt, sehr wichtig. Ihr müsst nur draufklicken, ist kostenlos. Und ohne viel zu reden, gehen wir direkt ins Video rein. Lootbart, die besten und sichersten Coins. Als Beispiel, ihr wollt euch 5 Millionen Coins kaufen, klickt drauf, drückt auf Buy Now und könnt hier mit dem Code NSTAR nochmal auf jeden Fall 8% sparen. So zahlt ihr 180 Euro für 5 Millionen Münzen. Natürlich könnt ihr euch auf jeden Fall hier auch weniger kaufen. 24/7 ein Live-Support, der dir auf jeden Fall dabei hilft. Und es ist wirklich die sicherste Seite. Schnell, billig und ein sicherer Service. Sichert euch FIFA-Coins mit dem Code NSTAR nochmal 8% Rabatt. Gönnt euch. Ich habe bei Jack auf jeden Fall den Sturm aufgeschrieben. Deswegen, ja, ich halte mal rein. Ja. Also ich bin komplett andere Richtung gegangen. Du wirst wahrscheinlich irgendwie Alvarez und so aufgeschrieben haben oder was weiß ich. Links Adeyemi, rechts habe ich noch einen weiteren Tots. Ich habe nur Tots-Karten vorne. Daniel Malen und ganz vorne drin noch eine 95er Tots-Karte. 95 Pace, 93 Schuss, 92 Dribbling, geile Stats, angeschnittener Schuss plus richtig coole Playstyles, Schüller. Nee, ich habe Hemp, Malat und Son aufgeschrieben, das heißt, du kannst leider alle behalten. Und Jungs, ich weiß nicht, ob es euch auffällt, ich habe über 15 Kilo abgenommen, man. Und ich gucke mal in die Kamera und denke mir, Alter, ich bin echt dünn geworden. Schreibt gerne in die Kommentare. Bro, ich habe nichts erwischt, wie gesagt, du kannst gerne alles behalten. Ja, auch klar, kann man nicht drauf kommen. Ich sollte ja nur einen Spieler aufschreiben, ne? Genau, du nimmst jetzt den Linksverteidiger. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass du den haben wirst. Du wirst wahrscheinlich Grimaldo oder so aufschreiben. Aber ich würde als Linksverteidiger den Max Mittelstädt mitspielen. Max Mittelstädt. Also ich glaube nicht, dass du ihn haben wirst. Den würde ich nicht mal aufschreiben, wenn es obvious wäre. Ich hätte deinen Namen niemals im Kopf. Grimaldo. Das gibt ja nicht, gibt ja nichts anderes, gut, was ich aufschreiben kann. Ja, eigentlich. Stimmt. So, meine hübschen Freunde und Freundinnen. Ich hoffe, irgendwann schauen mir auch Damen zu, Bro. Ich glaube, ich habe 1% Frauenquote. Wenn du nochmal 2 Kilo abnimmst, vielleicht dann. Vielleicht dann. noch ein bisschen abnehmen. Okay, Bro, ich halte gerade rein. Ja, ich bin weiter Bully geblieben. Ich glaube, du bist auf den Premier League-Link spätestens jetzt gegangen. Erstes Wirtz, zweites nicht Xhaka, weil ich wäre sonst nicht mit Wirtz auf Fullcam. Nee, Xhaka wäre nicht auf Fullcam gekommen. Deshalb musste ich da eine Goldkarte spielen von Leverkusen. Das ist Andrich. Perfekt. Ja, Bro, du hast schon recht gehabt. Ich bin immer noch Premier League geblieben. Ich habe Bruno Fernandes und Stones aufgeschrieben. Boah, stark. Nicht mal Bernardo Silva oder was? Nee, nicht mal Bernardo Silva. Das heißt, du darfst leider behalten. Und bei mir wird es ein bisschen kritisch jetzt, sag ich dir ehrlich. Echt jetzt? Ja. Guck mal, wir haben ein 97 plus SBB und ich bin ja so ein Kandidat, der einfach noch eine 97 Karte spielt. Und du kennst die Karte und du weißt auch, dass ich die Karte habe, aber ich bin das Risiko trotzdem eingegangen. Und zwar Van Dijk. Neben Van Dijk gehe ich dann auf einen Bundesliga-Link. Und zwar, er hat gegen PSG wirklich wie ein Macher gespielt. Nico Schlotterbeck. Und im Tor auf ganz entspannte Basis Ederson. Oh mein Gott, du hast mich auseinandergenommen. Ich dachte, ich hätte dich auseinandergenommen, aber du hast mich auseinandergenommen. Also erstmal, ich nehme dir dein Lachen erstmal kurz weg, ich habe Van Dijk. Nein! Zweitens, du sagst, er hat gegen PSG wie ein Macher gespielt. Hummels? Ich habe Hummels und Kobel aufgeschrieben. Oh mein Gott, ich hätte fast beide gehabt. Beide Innenverteidiger wären so geil gewesen. Bruder, Hummels ist allerdings... Van Dijk war mir klar, aber ich wollte ihn trotzdem unbedingt spielen, Mann. Ich dachte, vielleicht irgendwie, du schreibst ihn nicht auf. Scheiße, also dass ich da nicht Schlotterbeck noch aufgeschrieben habe, belastend, ist egal. Schade. Wir machen weiter. Jetzt habe ich halt viel Auswahl, du hast aber auch viele Möglichkeiten. Ich halte mal rein. Vielleicht treffe ich was. Ich sag, einen könntest du auf jeden Fall treffen. Also die wirst du nicht treffen. Ich fange an mit einer Dame. Mit einer bezaunten Dame. 94er Tots Naschenbeck. Den könntest du wirklich treffen, wenn du auf Ederson Link geachtet hast. Und zwar spiele ich da den De Bruyne Team of the Year. Auf dem rechten Setem, auf die wirst du auf gar keinen Fall kommen. Die ist auch eine Frau. Dunst. Frauenbundesliga. 92er Tots Karte.
Und auf rechtem Mittelfeld, ey, die Karte ist so eine Macherkarte. Ich weiß nicht, ob du die SBC gemacht hast, aber die spielt sich so gut. Und zwar Leroy Sané, Team of the Season. Oh, war komplett auseinandergenommen. Ich dachte, vielleicht gehst du auf Xhaka. Dann dachte ich Szoboszlai zu Van Dijk. Dann dachte ich links Adeyemi. Und rechts für Szoboszlai und Van Dijk Salah. Oh. Mann, ey. Das heißt, ich darf alle behalten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich bin gespannt, ich sage euch ehrlich, Chat, bei mir wird es immer kritischer, um etwas zu treffen. Ich hoffe, langsam wird es Zeit, Bro. Ja. It's time to shine. Hast du niemals. Also ich sag, hast du niemals, wirklich. Rechts Ben White in Rot. Ja, Bro, Ben White. So, lass mich 70 Mal ausschreiben, ich werde 70 Mal nicht Ben White schreiben. Und links, Premier League Hero Riese. Digga, einfach Riese, Digga. Und der passt auch perfekt. Riese gemacht. Oder weil, Norweger. Oh, ich hab Frimpong und Havertz aufgeschrieben. Also auch standardmäßig. Das heißt, ja, wir werden uns getroffen. Okay, Freunde, wir gehen ins Finale. Bei mir sind es die zwei Stürmer. Bei Jenks sind es die Innenverteidiger und der Torhüter. El Grande de Final. So, 1-0 für Jenks. Jungs, so, das geht doch gar nicht. Guck mal, wenn ich jetzt einen davon treffe, dann smarter Move. Dann ein Coup von Einstein. Ich glaube, jetzt steht's 1-1, sag ich dir ehrlich. Also, Torwart hast du nicht. Torwart ist, glaube ich... Digga, ich bin so dumm, Digga, ich habe beide Stürmer aufgeschrieben. Digga, ich bin... Jeff, ich habe beide Stürmer aufgeschrieben. Ey, Jungs, los, da geht's nicht. Wartet kurz. Oh, Mann. So, Jungs, ich habe jetzt die drei Namen aufgeschrieben. Junge, wie dumm von mir einfach. Okay. Viel zu offensichtlich, was ich gebaut habe. Also, Torwart hast du nicht. David Raya. Erstmal um Ben White full zu machen, um Haaland full zu machen. Na, jetzt geht's halt los, ne? Innenverteidiger Nummer 1 ist Vigos Dottir. Was für obvious. Bruder Schüller, Full Link. So, und dann der zweite ist noch obvious. Der ist wirklich ganz krank obvious, ne? Virgil van Dijk. Oh Mann, Digga. Oh Mann, ich bin so ein Keck. Lüg nicht. Ich hab Jonathan Tah aufgeschrieben, Schlotterbeck und Alisson. Lüg nicht. Oh, ich hab Alisson aber nicht Van Dijk auf. Lüg nicht. Bruder, ich schwör auf alles. Ich bin so dumm. Boah, ich dachte wirklich, Van Dijk hast du, ne? Bei dieser Bayern-Dame hatte ich auch Angst, dass du irgendwie auf Schillerlink geachtet hast. Jetzt kann ich noch was raus. Und wenn ich jetzt noch einen raus, dann habe ich wirklich guten Teamvorteil. Ja, ich hoffe nicht. Okay, ich gehe auf den Sturm. Da gehe ich erstmal auf Manchester City. Und zwar spiele ich da Alvarez, Team of the Season. Und neben Alvarez, ich habe ja noch eine Icon. Deshalb kann ich eine Icon spielen. Ich habe hier 94er Hullet, Ham, Zoller, Van Persie. Aber ich glaube, wir können diesmal gerne mit Ham spielen. Adeyemi und Gakpo. Okay, nice. Das heißt, Cenk, beim Snipen 1-0. Wir werden jetzt ins Gameplay gehen und gucken, wer wen auseinander nimmt. Jungs, wir sehen uns. So, jetzt sind wir die Teams einfach mal so. Eieiei. Bruder, 80er-Reihe. Ich dachte, Bruder. Das ist ja hart. Er spielt einfach non-hate gegen mich, Digga. Ja, geil. Du bist Fabio 2.0. Aber dieser Reihe ist nicht mal so schlecht. Krass, dass er keine Special Card hat. Bruder, Fabio hat kein Tor gegen den gemacht. Du wirst auch kein Tor gegen den machen. Ihr seid doch gleich gut, oder? Ja, ich bin schwer. Werden wir sehen. Ja, ohne Innenverteidiger wird hart, sag ich dir ehrlich. Du! Was? Ey, wie hält er den? Bruder! Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das wunderschön gespielt. Fabio Hu? Fabio Hu? War echt nicht schlecht. Boah, ist das schön! Mia Hem, vamos! Oh Mann, ich so dumm einfach. Ach, stark. Stark. Kann man nicht sagen. Stark. Ey, Junge, ich kann mit diesem scheiß Bronzespieler nichts machen! Warte, Digga! Und das ist wichtig, Gott. Weil das bricht Enzo. Digga! Und jetzt Enzo. Oder er bettelt ihn einfach ins Tor! Ich kann das nicht mehr! Ich lass gleich einen Controller.
Boah, oh mein Gott. Upside! Nein, oder? Kein Upside! Oh, so stark gespielt, Mann! Let's go! Ja, Bronze Spieler! Was? Das sind dann so. Shut up, ey, Bro! Ey! Der Ball war doch schon weg, Bruder! Das sind so umgegrätscht danach. Bro, der Ball war doch schon weg, ohne Sinn, Mann! Ja, unmöglich, wäre ich auch richtige Spur hätte nicht gehalten. Der knallt einfach. Bruder, der Ball war doch. Bruder, der Ball war doch schon weg, so dumm einfach. Bitte. Nein. Oh, ist das bodenlos. Greif doch ab, okay. Jungs, ein Discard, ich sag euch ehrlich, ich kann damit leben. Bruder, steht 3-3. Ich kann damit leben. Ach ne, 4-3, lol, 4-3, bei mir stand es 3-3 grad. Ja, Jungs, ich kann damit leben, mit einem Bronze-Innenverteidiger, sag ich ehrlich. Ein Bronze-Torhüter. Ja, wir gehen zum Discard, was sollen wir machen? Okay, Jungs, ich hab mäßig so umgestellt, wie ich wollte. Ja, komm, ja. Du darfst, Jack, du darfst. Ich mach ganz kurz und knackig, okay? Ich nehme deinen linken Innenverteidiger. Du bist mein linken Innenverteidiger. Jo. Was hat der gekostet? Was hat der gekostet? Was hat der gekostet? Bro, ich sag dir ehrlich, ich kann damit leben. Ich hab die ganze Zeit irgendwie Linksverteidiger gesehen und dachte die ganze Zeit, dass ich den Bräuchen des Garten hab. Ja, du hast Alvarez Team of the Season getroffen, Bro. Oha! Oha! 400k, Digga, ist stark, sag ich dir ehrlich. Let's go. Flippenpong mal Linksmittelfeld. Ich muss es erstmal realisieren. Ich denke, du kannst ein Linksverteidiger. Ja, Freunde, das soll ich machen. Wurde auseinandergenommen, einfach weil Schlotterbeck so dumm reingegrätscht ist. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach dann zur SBC und sehen uns. Okay, Freunde, wir sind angekommen. Ja. Tut weh, sage ich euch ehrlich. Alvarez, neue SBC rausgekommen sogar. Neu gemacht. Ist auf jeden Fall weg. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Wir sind auf jeden Fall raus heute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.